Ja, ich arbeite auch am Dialogzentrum von Anfang an. Ich bin zum großen Teil für den Newsletter zuständig, lese also immer viel von diesen internationalen Zeitschriften, gucke mir das an, bin aber auch viel in der Praxis für Fort- und Weiterbildung, Fallbesprechungen, gerontopsychiatrische Lehrgänge unterschiedlicher Art. Und wir wollen uns jetzt so ein bisschen über ein paar Dinge unterhalten, aber vielleicht würdest du dich auch erst mal kurz vorstellen. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also ich arbeite auch fürs Dialogzentrum, wie gerade auch schon gesagt worden ist. Mein Name ist Markus Klug und ich bin da so für den Wissenstransfer, Wissenskommunikation als wissenschaftlicher Mitarbeiter zuständig. Das bedeutet also, das Wissen aus der Pflegeforschung als Praktika zu vermitteln und dafür halt, wie es ja auch schon im Vorfeld erzählt worden ist, zum Teil soziale Medien zu nutzen. Wir haben einen Blog, wir haben eine Internetseite, die ist erreichbar unter www.dialogzentrum-demenz.de und wir haben auch Facebook, YouTube, also auch die Videos werden Sie dann später in YouTube ja sehen können im Anschluss an unsere Tagung. Ja, das sind so Sachen, mit denen ich mich sozusagen beim Dialogzentrum beschäftige. Ja, gut. Also Gefühle, Umgang mit Gefühlen. Wir haben viel darüber gehört, wie man mit positiven Emotionen arbeiten kann. Meine Erfahrung aus der Praxis ist, dass viele Menschen in der Demenz in recht schwierige Gefühlssituationen kommen, die auch sehr anhaltend sind und für alle Seiten recht belastend sein können. Und wir dachten uns, es ist wichtig, zum einen das anzusprechen, zum anderen aber auch das gesamte Thema nochmal runterzubrechen auf den einzelnen Fall. Insofern stellen wir zwei bis drei kleine Fallsituationen vor, kommen da ein bisschen drüber in den Dialog und wollen Sie dann mit einbeziehen, vielleicht, dass Sie auch noch Fragen, Einsichten haben, ohne dass es so einen abschließenden Text gibt. Das heißt, das Ganze ist so eine Art offener Text, den wir hier machen, über Fallsituationen. Dann fange ich doch mal mit dem ersten Fall an. Ja, mach das. Ja. Eine Dame mit Demenz, schwere Demenz, hat starke motorische Schablonen. Das heißt, schiebt leicht zusammengekrümmt, auch mit einer gewissen Atemnot, einen Rollator vor sich her und ruft dabei: Schwester, Hilfe, ich kann nicht mehr. Übrigens eine Situation, die ich ganz, ganz oft vorfinde, dass Menschen rufen: Ich kann nicht mehr. Und dann kommen Pflegende auf sie zu und machen ihr Angebote und sie lehnt alle Angebote ab. Das heißt, sowohl das Angebot, sich zu setzen, als nach draußen zu gehen oder sich mit irgendwas zu beschäftigen, lehnt sie ab. Sie kommt manchmal zum Sitzen, ganz kurz, sitzt sozusagen auf Spitzkantchen vorne an dem Stuhl, klopft dann auf die Lehne, steht wieder auf, geht weiter und ruft: Schwester, Hilfe, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Soweit das Zustandsbild. Und die Pflegenden schwirren um sie herum mit allen möglichen Angeboten. Dazu sage ich gleich nochmal was. Aber das ist erstmal die Grundsituation. Vielleicht noch, dass Sie wissen, die Dame ist in guter gerontopsychiatrischer Behandlung. Es gibt sogar einen Palliativmediziner, der sich um sie kümmert, weil sie hat diese Kombination Luftnot und Demenz. Also von daher ist sie ganz gut eingestellt, sodass wir uns jetzt nicht damit beschäftigen müssen, würde der jetzt noch zwei Tröpfchen Morphin helfen. Also diese Dinge, die sind weitgehend abgeklärt. Naja, das ist ja so eine Art Muster, was sich da eingeschlichen hat in der Pflege. Und da stelle ich mir natürlich jetzt direkt die Frage, was man in so einer Situation für Interventionsmöglichkeiten hat. Oft ist es ja in der Pflege wahrscheinlich so, das wissen Sie besser als ich wahrscheinlich, aus der Praxis heraus, dass man vielleicht auch gar nicht so viel Zeit hat. Ja? Was macht man da? Genau das sieht man auch. Also die Kontakte sind punktuell. Es kommt mal wieder ein Mitarbeiter vorbei, fragt: Was kann ich denn für Sie tun? Ach, dann starrt sie weiter geradeaus und ruft wieder weiter: Ich kann nicht mehr. Und dann schaut die Pflegende sie nochmal an und dann geht sie aber weiter und dann geht die Pflegende wieder weg. Und diese Grundsituation, die verhält sich oder wiederholt sich über den gesamten Tag hinweg als ein beständiger Rhythmus. Ja, meine Frage wäre dazu, ob sie überhaupt eine Bezugsperson hat. Also wenn man jetzt das Pflegeteam betrachtet, also mehrere Personen, gibt es eine Person, die sich jetzt die ganze Zeit um sie kümmert, also versucht, das Problem zu lösen? Genau das haben wir dann auch versucht. Also die Grundidee, die war, es ist vielleicht möglich, ein starkes Signal zu haben, das sie aus dieser motorischen Schablone ein Stück weit herausnimmt. Und die Idee war,
bewusst bei ihr zu bleiben, mit ihr zu gehen, sich zu entspannen, langsam dabei zu sein, eine Parallelität aufzubauen und verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Und im Laufe des Tages hat sich dann tatsächlich auch eine so eine Situation ergeben, nämlich das konventionelle Mensch ärgere dich nicht. In diesem Spiel wurde sie dann so involviert, dass sie sich damit mehr beschäftigte und wohl in diesem Moment diese motorische Schablone aus dem Kopf kriegte, dann auch in der Situation was essen und trinken konnte. Aber das hielt auch so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden an, das war schon ganz enorm, aber als die Pflegende aufstand und wegging, stand sie sofort wieder auf und ging zurück in die motorische Schablone. Das heißt also, nur durch eine intensive Kontaktarbeit konnte dies phasenweise unterbrochen werden, sie ging aber in den Grundrhythmus sofort zurück, wenn der Kontakt wieder weg war. Ja. Also die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, das ist ja eine Form von Interaktion. Du hast ja gerade gesagt, das war jetzt Mensch, ärgere dich nicht. Das hat da funktioniert, aber dann funktioniert das vielleicht irgendwann nicht mehr. So ist es. Was macht man dann? Die Grundidee dabei ist eigentlich, dass das, was ich machen kann, dieses entspannte, langsame Präsentsein, also diesem Menschen, wenn man will, eine Qualitätszeit offenbaren. Die Briten nennen das Quality Time. Und dass ich diese Haltung des wirklich 5 oder 10 Minuten Dabeiseins beibehalte, auch dann, wenn es in der Situation erst einmal keinen in diesem Sinne Erfolg gibt. Das heißt, Erfolg besteht nicht unbedingt darin, sie setzt sich hin und isst ganz schön, sondern Erfolg würde dadurch definiert, ich schaffe das mindestens 1 bis 2 Mal am Tag, ihr diese Quality Time zu geben, für mich selber diese Entspannung und Langsamkeit aufzubauen, die ihr ermöglicht, eine Brücke hinzubekommen zu einem, ich sag mal, adäquateren Funktionieren. Zum Beispiel was zu trinken, was zu essen, mit mir eine Weile sitzen zu bleiben. Und also insofern finde ich jetzt mal, ich werde diese Frau nicht mehr dazu bringen, dass sie lacht, dass sie sich freut. Ich kriege keine Grinseinheiten mehr, die ich pro Stunde schön zählen kann. Ja, also genau diese Effekte habe ich nicht mehr, sondern der Erfolg ist eigentlich, dass ich mich nicht zurückziehe, dass ich nicht weglaufe, dass ich für mich nicht sage, das hat ja keinen Sinn mehr. Aber auf der anderen Seite, dass ich mich auch nicht übermäßig anstrenge, im Sinne von, dass ich mich daran abarbeite, sondern dass ich ihr diese Zeiten gebe, dass ich versuche, diese Zeiten auch ganz bewusst für mich zu wählen, ihr das anbiete und mich dann auch wieder zurückziehe. Das wäre aus meiner Sicht erstmal, ich sag mal, eine Haltung, die ich hier entgegenbringe, in der Erwartung, dass ich immer mal wieder eine Brücke finde. Das setzt aber für mich auf der Seite der pflegenden Person auch ein gewisses Maß an Ausgeglichenheit voraus, so ist es, oder? Genau. Das ist genau das, was wir heute auch besprochen haben. Also ich muss dieses Mitgefühl, ich will weg von dem Begriff Empathie, also ich muss das Mitgefühl haben, ohne dass ich das Gefühl übernehme. Ja, das heißt, ich muss genau die Differenz hinbekommen. Sie hat halt im Moment diese Situation, daran bin ich nicht schuld, dafür kann ich auch nichts in diesem Sinne, sondern das gehört jetzt zu ihrem Leben ein Stück weit dazu. Und meine Aufgabe ist, ein Begleiter für sie zu sein in diese Situation. Und dazu muss ich aber selber eine Haltung aufbauen, von der sie sich möglicherweise etwas ausleihen kann. Eigentlich ist das Modell ähnlich wie zwischen Mutter und Kind. Auch dort bietet die Mutter dem Kind eine Art und Weise an, mit einer Situation umzugehen, die das Kind übernehmen kann. Und diese Haltung, ich biete eine entspannte, freundliche, geduldige, gelassene, offene Präsenz an, in der Hoffnung, dass du dir mal was davon phasenweise ausleihen kannst. Das ist eigentlich das, was ich hier leisten kann. Vielleicht öffnen wir das an dem Punkt mal und gucken mal, was so. Also ich habe in der Demenzbetreuung gelernt und auch in der Praxis so durchgeführt, bei Bewohnern, die eben so, wie geschildert, ankommen, ganz in sich gekehrt und sagen, sie können nicht mehr, dass ich dann wie im Deeskalationstraining also hingehe und Verständnis einfach nur zeige, gar kein großes Angebot mache. Mhm. Nämlich damit sind die Menschen oft überfordert. Die wollen nicht massenweise bespaßt werden. So ist es. Einfach nur eine Person, die sagt, ich verstehe sie. Mhm. Es ist auch ganz, ganz schwer, was sie hier mitmachen. Ganz, und dann werden die ganz locker und
diese Personen und also diese massenweise Bespaßung, diesen Zwang. Naja, das ist was Ähnliches wie das, was wir von dem Herrn Fey bekamen. Ja? Das heißt, ich kann ein Stück weit voraussetzungslos da sein, ohne dass ich für mich den Auftrag definiere, ich muss die jetzt aber in Ruhe und in Frieden zum Sitzen bekommen, damit sie hier das Angebot konsumiert. Ja. Also ich fand nochmal ganz entscheidend, was du gerade gesagt hast, dass sozusagen so eine Intervention eben nicht nur dann erfolgreich ist, wenn derjenige dann lacht und die Situation sich auflöst, sondern dass die Intervention als solches, also da zu sein und unter Umständen mit auszuhalten, der Erfolg sein kann. Denn wenn das nicht der Erfolg sein kann, gehe ich als Pflegekraft oder als Betreuungskraft unter, weil ich jeden Tag vollkommen unglücklich und unzufrieden nach Hause gehe. Und wenn ich muss mir einfach auch überlegen, dass sozusagen der Versuch, gemeinsam diese Zeit auszuhalten und gemeinsam auch vielleicht auszuhalten, dass sich eine bestimmte Verhaltensweise nicht ändert. Und ich rede bewusst nicht von bessert, sondern nicht ändert an der Stelle. Dass das sozusagen als Erfolg, ich glaube, dass Erfolge wichtig sind, aber man muss sozusagen vielleicht andere Dinge als Erfolg bewerten. Nicht immer so eine Katharsis, danach muss alles super sein. Und weil das hält kein Mensch aus, glaube ich. Damit hängt, glaube ich, auch noch zusammen, dass ich mir dessen bewusst sein muss, über die Grenzen dessen, was ich als Pflegender tun kann. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut, ich habe begrenzte Ressourcen und die Aufgabe ist, was kann ich in dieser Rolle als Pflegender in der Begleitung eigentlich auch noch leisten? Ja, das heißt also, ich werde dieser Person ihren Zustand nicht mehr wegnehmen können, sondern die Aufgabe ist eigentlich, wie kann ich ihr das Gefühl geben, in diesem Zustand immer mal wieder das Angebot einer Brücke zu bekommen. So würde ich das beschreiben. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir schreiten mal zur zweiten Situation voran. Ja, ja so. Also die zweite Situation ist auch ein bisschen anders akzentuiert. Und da, also im ersten Fall ging es ja schon so, es geht ja jetzt eigentlich nicht mehr nur um die Person, die da jetzt diese methodische Schablone hat, sondern es geht um das Umfeld, um die Pflegenden, wie sich die da zu positionieren. Und diese Situation möchte ich jetzt nochmal radikalisieren. Das ist ein Mann, der hat einen durchaus recht einschlägigen militärischen Hintergrund, der war früher bei der SS, und entwickelt in seiner Demenz auch eine Freude an diesen alten Zeiten, singt also die entsprechenden Lieder und kommandiert auch da so rum, sehr deutlich, schlägt auf den Tisch und kann das nicht mal so artikulieren, aber das geht dann so, so ist er also dabei, ja, also auch durchaus mit ziemlich viel Energie, ne? Und das ist jetzt so ein Beispiel aus Norddeutschland. Da gibt es auch viele Leute, die sind früher große Containerschiffe gefahren und in der Nähe sitzt ein anderer alter Herr, der war früher Schifffahrtskapitän. Ja. Auch dieser Herr da aus der Militärzeit hat immer so eine Schirmmütze und dann steht der andere Schifffahrtskapitän auf, stellt sich so neben den, schnuft erstmal raus, rotzt auf den Boden, guckt sich das dann noch eine Weile an, dann hält er den die Mütze fest und gibt ihm so drei kleine Schläge auf die Mütze. Darauf guckt sich der Herr so um, dann ist er still. Ja, das ist so eine Weile, ist er dann still, das hält dann so für 20, 25 Minuten an und dann fängt er wieder an, ja, und kaum ist er so richtig dabei, steht der Herr Kapitän schon wieder daneben, guckt sich das an, ja, so, und die beiden, so würde ich das mal sagen, die haben so eine Art Signalsystem, innerhalb dessen die sich eigentlich ganz gut verstehen. Also nicht, dass Sie das falsch verstehen, das sind keine schlimmen Schläge, sondern das sind so die symbolischen Schläge, um mal einen auf die Mütze. Ja? Und dann kapiert er das auch wieder und ist dann für eine Weile still und die Pflegenden machen sich schreckliche Sorgen. Dürfen wir das zulassen? Ist das okay? Darf man das? Ja, die beiden da so, wie machen die das? Ja, ist das eigentlich so, ist das nicht Gewalt? Ja, also über diese Dinge machen die sich so Sorgen. Ja, das ist so der Fall. Und das ist auch gleichzeitig die entscheidende Frage dabei, das klang ja sozusagen jetzt schon bei dir an, nämlich was macht man jetzt als Pflegekraft, als Professionelle damit? Lässt man die untereinander das Problem lösen, regeln, wie man das auch immer bezeichnen will, bis zu einer gewissen Grenze oder schreitet man von vornherein ein, also lässt es sozusagen nicht zu? Also dieses Pendeln zwischen diesen beiden Polen, sage ich mal, das ist, glaube ich, die Kernfragestellung, oder? Das ist die Kernfragestellung und aus meiner Sicht heraus
ist das natürlich immer wieder genau abzuwägen, aber man nennt das in der Literatur einen mikroethischen Entscheidungsraum. Also das bedeutet, es gibt nicht so von vornherein eine Regel, wie man das macht, sondern ich habe schon so eine Idee in der Arbeit, meine Kontrollimpulse zurückzunehmen, auf elterliche Macht zu verzichten, nicht hier so vorzugeben, wie das hier sein soll, mich da nicht aufzubauen und zu sagen, so wollen wir aber nicht miteinander umgehen. Das ist ja eventuell eine Verführung, das zu tun. Ja? Das ist Ihre Art, das so zu machen. Ich muss mir natürlich das angucken, damit das nicht so schlimm ist. Ja? Aber ich muss zulassen, dass diese Menschen aus einer anderen Zeit kommen, eine andere Normumgebung haben und in dieser Normumgebung solcherlei Dinge miteinander geregelt haben. Also das ist vielleicht so ganz in Ordnung, mal einen auf die Mütze zu kriegen und dann auch wieder sich zu regulieren. Zwischen den beiden funktioniert das, bei anderen vielleicht nicht, aber die beiden haben da auch so eine gewisse Gemeinschaft. Und aus meiner Sicht wäre das zu tolerieren. Aber Pflegenden fällt da schwer, das zu tolerieren, weil der Fürsorgeauftrag ihnen dazwischen kommt. Die Frage ist ja dann an der Stelle auch, ob es nicht so eine Art Rückkopplung gibt. Also ob jetzt nicht plötzlich auch andere Bewohner, die schwierig sind in ihrer Verhaltensweise, vielleicht auch zum Teil zu Aggressionen neigen, ob die dann nicht plötzlich auch damit anfangen. Also das heißt, das schaukelt sich hoch. Könnte ja passieren. Nicht so extrem. Aber was macht man dann? Ja, also auch für diese Dinge gibt es nicht wirklich ein Patentrezept. Ja? Das muss man sich anschauen, ob dem so der Fall ist. Also ich sehe oft, dass zwischen Menschen mit Demenz, die so auf engem Raum zusammenleben, es doch relativ viel Ärger gibt. Oft haben diese Menschen eigentlich wenig miteinander zu tun, sie sind wenig miteinander verbunden, sie sind einander auch fremd, sie finden einander auch komisch. Ja? Also was die da so machen, das finden die auch komisch. Sie können ja nicht mehr für sich realisieren, dass sie selber so tun. Und darum gibt es dann oft so Sätze wie, hat's jetzt mal eine Ruhe hier? Ja? So, oder wenn du nicht aufhörst, dann kriegst du einen hinter die Binde, dann weißt du, warum du schreist. Ja? Also das ist ja dann auch, das ist ja dann manchmal auch sehr deftig. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich im Prinzip schon okay. Ich würde jetzt weniger darauf reagieren, dass ich sozusagen hier kontrollmäßig tätig werde, sondern dass ich eher arbeite, wie kann ich für die angenehmere Situationen schaffen, dass die mehr miteinander zu tun haben, dass die besser miteinander in Verbindung kommen. Das ist aber ab einem bestimmten Grad der Demenz außerordentlich schwierig. Also insofern denke ich, es gibt da kein eindeutiges Rezept, wie man so ein Übergreifen verhindern kann, aber es verlangt den Pflegenden ab zu akzeptieren, dass es Ärger gibt, dass es unangenehme Gefühle gibt, dass die sich auf eine Weile untereinander kontrollieren und korrigieren, die nicht schön ist. Also eine Frau, die immer schreit, ich muss sterben und die anderen rufen, ein altes Vieh wie du stirbt nicht. Ja, so. Ne? Das ist jetzt so auch, ich sag mal, die Art, wie die das jetzt miteinander so regeln und das funktioniert auch. Ja? Und noch einmal, also ich muss immer als Pflegend auch akzeptieren, dass solche unangenehmen Gefühle, Auseinandersetzungen, Ärger, dass das legitim ist, dass es nicht immer alles nur friedlich sein muss, sondern dass Auseinandersetzung und Streit auch ein Qualitätsmerkmal sein kann. Das wäre jetzt auch die Frage an Sie, wie gehen Sie mit solchen Konflikten im Pflegealltag um? Was sind da so Ihre Erfahrungen? Es muss ja nicht ganz so extrem sein wie das Eingangsbeispiel. Ich komme aus Holland, ich bin der Niederländer, wovon Herr Fey gesprochen hat. Ich habe allerdings 20 Jahre in Hamburg meine meisten Erfahrungen mit Demenzerkrankungen in Deutschland machen dürfen. Aber ich hatte oft Situationen, wo es so ähnlich war, wo Menschen sich unglaublich beschimpft und bedroht hatten. Und da habe ich mal ein Beispiel gesehen, die Kollegen, die standen alle mit Mund zu, wussten nicht, wie geht man da dran, was macht man da. Und da kommt da ein Zivi, 18 Jahre alt oder 19, mit Getränke auf dem Wagen ins Wohnzimmer, guckt sich das an, geht auf den Leuten zu, was ist denn hier los, fragt er und fängt dann an, einen Witz zu erzählen über zwei Sandkörnchen aus der Sahara und so weiter. Und alle lachen und das Problem war weg. Ich fand es irgendwie ein bisschen urig fei. Ne? Ja, aber auch das ist es, ich setze im Grunde genommen ein anderes Signal, ich schaffe eine andere Gelegenheit, über das sich das dann quasi indirekt lösen kann. Ne? Aber ich möchte auch einfach nochmal unterstützen, dass die Leute, also wenn ich 80 oder 90 Jahre alt geworden bin, dann habe ich verdammt nochmal auch das Recht, mich zu streiten und habe auch das Recht, Leuten zu sagen, wen ich doof finde. Das habe ich schon vorher, da leiste ich es mir nur in der Regel nicht. Ja? Aber ja.
Also jetzt da hier natürlich nicht. Ne, aber also nein, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja? Also ich habe einfach das Recht zu sagen, was ich blöd, und ich habe auch das Recht, mich zu streiten. Mhm. Und wer bin ich denn mit 90 Jahren, dass dann irgendjemand kommt und sagt, nun sind wir mal alle still hier. Ja. Ja? Also das ist ja schon verrückt. Und natürlich denke ich, und die Grenze ist halt genau da, wo man sozusagen, glaube ich, sagen zu können, die Grenze ist da, wo jemand über die Maßen hinaus von den Bewohnern darunter leidet, was dort passiert. Ja, oder wenn ein ganz klares Machtgefälle ist an so einer Stelle. Das ist natürlich, ich sage jetzt klar, das ist natürlich nicht so eine klare Grenze. Dafür muss es dann vielleicht auch, wenn sowas häufiger vorkommt, wieder sowas wie Fallbesprechungen geben oder ähnliches, wie man in solchen Situationen reagiert. Aber erstmal muss da nicht alles irgendwie lila Launebär sein. Also das, das hat mit der Wirklichkeit. Und dann steht noch in jedem Leitbild eines Altenheims Normalitätsprinzip. Ja, wie normal ist das denn, dass alle nur grinsen und alle alles super finden? Ja. Aber der Punkt ist, ja. Ja, genau. Es gibt halt doch eine Menge Menschen in stationären Einrichtungen, die aufgrund von vielen, vielen Faktoren relativ unglücklich mit ihrer Demenz unterwegs sind. Und wo die Möglichkeiten von pflegenden Betreuenden und Ärzten, das positiv zu beeinflussen, doch eher gering sind. Ja, und auch damit muss man quasi innerlich seinen Frieden machen können.